Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Final Fantasy VII Remake in einer neuen Aufnahmeseason. Und ja, wir machen weiter. Seht mal. Cloud, komm mal rüber. Diese Ärsche. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich im Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt. Und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Ja, aber das stimmt, aber es ist wunderschön. Echt geil. Ich finde es irgendwie geil, bei Shinra im Hauptkomplex hier zu sein. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Aber ist auch cool gemacht. Boah, wie viel Energie das fressen muss. Kann man mit den Leuten reden? Meine Frau und meine Tochter am Leben sein. Na gut. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Die sollen es ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Ja. Der Route folgen. Ja, jetzt. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Lange. Sehr lange, aber ich finde die Musik gerade so schön. Das kann kein gesunder Verstand nachvollziehen. Oh. Wir mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, die man ja mit mir die Treppe nehmen, oder? Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht.
Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Also sind mit der Entscheidung auch nicht alle einverstanden. Geht auch nicht, okay. Gut. Oh, der. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Oh ja, achso, einmal kurz. Oh ja, okay, hier haben wir Shinra wieder. Ja, der Typ mag sich gern. Ah, der kriegt, schätze ich mal, noch sein Fett weg von uns. Oh Gott, so ein Battle gegen den Direktor. Das wär's doch. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Ah, das Arschloch, kennen wir doch. Oh, wo noch alles schön war, oh ja. Was ist das für ein Gartenzwerg? Weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Shinra Electric Power Company. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Solange die jetzt nicht zum Leben erwecken, ist alles gut. Oh, das Motorrad, das kennen wir doch, sind wir auch gefahren. Das sieht halt sehr nach Finale aus, ne? Als ob sie jetzt nochmal so ein bisschen die Reise zusammenfassen wollen. In der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen.
Oh ja, die U-Bahn-Station, ja, kennen wir auch. Aber irgendwie wird schon stark gemacht, ne? Obwohl, sie haben mir das ganze Marco aus dem... Ah, das ist Midgar. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Marco-Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Mensch. Da freut sich ja jemand. Ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Marco fördern. Marco ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Marco-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Marco hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen... Wollt's mich umso näher. Ich würde sowieso mal interessieren, warum Barrett nur einen Arm hat. Ja, aber wenn man hier, wenn die nachher kein Marco mehr haben, ist die Frage, können die Menschen ohne Marco überhaupt noch leben? Also wenn wir denen das jetzt wegnehmen, können die halt ohne Marco noch leben oder machen wir damit doch nur alles schlimmer? Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen. Oh. Wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Ah. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Oh, aber die Lichter, ne? Geschmack haben die ja schon. Total tote Hose. Was jetzt? Oh. Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen?
Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Aber was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Ich habe keine Ahnung. Zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hart. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Zweiundsechzigste Etage. Archiv. Eine Bibliothek? Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Ja.
Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Domino erwartet euch. Dann lassen wir ihn mal nicht warten. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte, ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gern eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid. Dieses Leid. Also gut. Wir sorgen dafür, dass Sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. Dass du jetzt hier noch einen Herzinfarkt bekommst. Danke sehr. So. Jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Das ist doch ein Wort. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ja. Ihr sagt ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Ja. Ganz klar. Aber selbst Shinra im Konzern selber will sich da jetzt nicht. Das ist sehr interessant. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Können Sie uns etwas über den Helfer sagen? Könnte ich,
Aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen werden wohl gehütet. Ich setze mich einem großen Risiko aus. Aber ja, für 10.000 Gil wäre ich zu reden bereit. Das ist ja wohl Wucher! Wir finden ihn auch so. Bitte, beehrt mich jederzeit wieder. Aber irgendwie kann ich ihn auch verstehen. Wenn der gefeuert wird, weil der uns geholfen hat, dann ist er am Arsch. Aber wir werden jetzt hier einen kleinen Cut setzen. Beim nächsten Mal machen wir weiter hier mit Let's Play Final Fantasy 7, das Remake. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal gucken, wie es nächstes Mal weitergeht. Vielleicht geben wir dann dem Direktor eine Abreibung. Mal schauen. Bis dann. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.